Aktuell bieten drei Hersteller ab Werk Halbraupenkonzepte für ihre Großtraktoren an. Case IH mit dem 2014 erstmals präsentierten Magnum Road Truck, New Holland mit dem blauen Pendant T8 Smart Tracks und Klaas mit dem Axion 900 Terra Truck. Auf der Hinterachse mit Raupenlaufwerken ausgerüstet, bieten diese Schlepper unter den meisten Einsatzbedingungen eine bessere Kraftübertragung auf den Boden als Rad-Standard-Traktoren. Durch die größere Kontaktfläche, den geringeren mittleren Bodendruck, die geringere Einsinktiefe und den reduzierten Schlupf sind sie bodenschonend. Und das trotz des höheren Gewichts. Gegenüber differenzialgelenkten Vollraupen besitzen Halbraupen den Vorteil, unter Zug und mit schweren Anbaugeräten keine extreme Druckspitze unter der Hinterachse aufzubauen. Beim Lenken wird kaum Boden abgeschert, es entstehen keine ärgerlichen Wälle. Zudem ist das Lenkverhalten mit dem von Radtraktoren vergleichbar. Das schont Anbaugeräte und erleichtert ungeübten Saisonkräften das Arbeiten mit den Boliden. Technisch unterscheiden sich die CNH-Lösungen und das Klaas Terra Truck in vielen Details und der Grundbauform. Erstere setzen auf einen Positivantrieb in Triangelbauweise, also mit formschlüssiger Kraftübertragung von der Hinterachse auf die Laufbänder. Klaas dagegen verwendet einen kraftschlüssigen Parallelantrieb, wobei die Laufwerke im Gegensatz zu CNH gefedert sind. Eine Vorderachs- und Kabinenfederung bieten dagegen alle Hersteller. Alle Laufwerke können in Fahrtrichtung pendeln und sich so größeren Bodenunebenheiten anpassen. Aufgrund der Bogi-Federung sind die Klaas Terra Truck zudem in der Lage, auch kleinere Bodenunebenheiten auszugleichen. Da die Halbraupen grundsätzlich beim Einlenken zum Untersteuern neigen, insbesondere mit schweren Anbaugeräten, kann das innere Band abgebremst werden, um den Wenderadius zu verbessern. Klaas hatte diese Technik für den Axion 900 TT von Beginn an integriert. CNH nutzt sie seit 2019. Wie stark die Bremsen beim Lenken eingreifen sollen, lässt sich im Terminal einstellen. Eine weitere Besonderheit der Klaas Terra Truck ist die Möglichkeit, sie um 12 cm in der Höhe zu verstellen, beispielsweise um den Zugpunkt bei angehängten Bodenbearbeitungsgeräten zu optimieren. Außerdem lassen sich bis zu 892 mm breite Laufbänder aufziehen, wobei die Axion 900 TT dennoch unter 3 Meter Außenbreite bleiben. Für die Straßenfahrt sind alle Halbraupen mit 40 km/h maximaler Endgeschwindigkeit verfügbar. Transportspezialisten sind sie nicht, denn durch das hohe Gewicht und die Raupen steigt der Verschleiß an und die effektive Zugnutzlast im Anhängerbetrieb sinkt gegenüber Radtraktoren. Im Feld machen sie beispielsweise aber nicht nur vor Grubber, Kurzscheibenegge, Drillmaschine oder Pflug eine gute Figur, sondern auch vor Überladewagen. Apropos Pflug. Aufgrund der Raupenlaufwerke kann natürlich nur on-land gepflügt werden. Die Auswahl an Laufbändern nimmt übrigens stetig zu, nicht nur bei der Breite, sondern auch bei den Varianten. So sind Bänder speziell für schwere Zugarbeiten im Feld, Bänder für häufigere Straßenfahrten und Grünlandeinsätze sowie Bänder für Scrapper-Einsätze im Baustellenbetrieb erhältlich. Den ausführlichen sechsseitigen Trendbericht mit weiteren technischen Details, zwei Praktikermeinungen, einer detaillierten Betrachtung verschiedener Laufbandausführungen und Preistendenzen lesen Sie in Traction, Ausgabe März/April 2020.